Ich weiß, dass du nicht schläfst. Was wollen Sie? Lassen Sie meine Frau in Ruhe! Hier, zieh das über den Kopf. Schenk. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Freddy. Happy Birthday to you. Danke, reicht. Ja, jetzt komm. Herzlichen Glückwunsch. Hm? Danke. Alles Liebe zum Geburtstag. Ich sage euch aber trotzdem nicht, wie alt ich geworden bin. Und? Fällt euch was auf an mir? Neue Frisur? Seit wann trägst du Krawatten? Sehr gut. Und? Hm. Von meiner Frau. Ich wollte ihr einen Gefallen tun. Hier, von uns beiden. Gegen die Langeweile am Arbeitsplatz. Oh, ja. Danke. Ja, und was liegt an? Wir haben Termin beim Staatsanwalt. Er hat angerufen. Der Termin ist um eine Stunde verschoben. Super, dann kann ich bei meiner Bank vorbei. Ich wollte einen Kredit beantragen. Habe ich eine Gehaltserhöhung verpasst? Nee, meine Tochter hat ihre alte Zahnspange verbummelt. Eine neue zahlt die Kasse nicht. Uff, dafür kann man ja auch seine Kohle ausgeben. Also, wenn du mich fragst, die Zähne sind völlig okay. Ich hätte mich in dem Alter zu Tode geschämt mit so einem Zaun im Mund. Nun seien Sie doch nicht so ungeduldig. Ich bevorzuge sie sowieso schon. Schön. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Entschuldigen Sie mich einen Moment, ich bin sofort wieder da.
Guten Tag, Herr Kühn. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ja. Sagen Sie Herrn Treut, dass ich Ihnen unverzüglich sprechen muss. Herr Treut ist gerade in einer Besprechung und möchte nicht gestört werden. Es handelt sich um einen Notfall. Kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Nein! Herr Treut muss hierher zu mir kommen. Sonst passiert ein Unglück. Vielleicht hat er einen Moment Zeit und Sie können zu ihm ins Büro. Verstehen Sie kein Deutsch, verdammt nochmal! Ich habe gesagt, sonst passiert ein Unglück. Also holen Sie Herrn Treut. Entschuldigung, selbstverständlich. Ich sag sofort Bescheid. Kennen Sie den Vogel? Ja. Und der Vogel ist ein sehr guter Kunde von uns. Kein Grund zur Aufregung. Als ob ich es geahnt hätte. Ist doch kein Verlass auf die Aushilfen. Beim Staatsanwalt, falls du das vergessen haben solltest. Ich bin gleich da. Entschuldigung, der Kollege wird ungeduldig. Was ist denn los? Das ist ein Überfall. Was? Der ist gut. Und hier nochmal? Ich mach keinen Witz, Frank. Und ich bin auch nicht verrückt. Moment, das musst du mir erklären. Ich bin nicht so schnell. Ach du Scheiße. Das hier genügt, um im Umkreis von 100 Metern alles in die Luft zu sprengen. Da draußen beobachten uns Männer. Die verfolgen jede Bewegung. Vielleicht befindet sich sogar einer von denen hier in der Bank. Wenn ich nicht binnen einer Stunde diese Bank mit 3 Millionen verlasse, werden die nicht zögern, mich als lebende Bombe zu zünden. Ich kann das alles gar nicht glauben. Ziehst du hier irgendeine Nummer ab? Sehe ich vielleicht so aus? Ich verständige sofort die Polizei. Nein, auf gar keinen Fall! Absolut keine Polizei! Haben die mehr Kontakt mit dir? Ich kann Nachrichten empfangen, aber ich kann nicht mit ihnen reden. Da sie ihren Kredit ziemlich ausgereizt haben, bräuchte ich die Unterschrift vom Chef. Wird schon schief gehen. Wir haben hier keine 3 Millionen. Bitte hilf mir, Frank, bitte. Ich will nicht sterben. Wenn ich mal kurz stören dürfte, ich brauche Ihre Unterschrift. Die Frau soll verschwinden, bitte. Kommen Sie später nochmal. Der Kunde hat's eilig. Ich hab gesagt, nicht jetzt! Falls Sie es vergessen haben sollten, ich bin Polizist. Mit dem Kunden stimmt was nicht. Irgendeine Notsituation. Ja. Könnten Sie bitte draußen warten? Ja.
Entschuldigung? Ja. Ich warte dann auf Ihren Rückruf. Ja. Es ging ja schnell. Sind Sie Hellseher? Was ist das Problem? Überfall. Der Mann da draußen ist eine lebende Bombe. Wer ist der Mann? Herr Kühn. Ist einer unserer besten Kunden. Und? Die Erpresser verlangen 3 Millionen. Der gehört nicht dazu. Kennt doch jeder hier. Außerdem hat der Kühn nun wirklich keine Geldsorgen. Die Erpresser verbieten jeden Polizeieinsatz. Und ich habe vor, mich dran zu halten. Ich bin's. Sag mal, wo bleibst du denn? Wir kommen viel zu spät. Vergiss den Termin. Du glaubst nicht, was hier gerade abläuft. Kredite sind scheiße, das habe ich dir doch schon immer gesagt. Ich verständige jetzt sofort das SEK und du kommst hierher und lässt die mal schön machen. Ich habe meinen Antrag noch nicht durch. Hey, was soll denn der Quatsch? Du kannst doch sowieso nichts mehr ausrichten. Oder bist du jetzt etwa auch noch ein Bombenexperte? Ich muss jetzt Schluss machen. Ein sturer Sack ist das. Ich könnte ihm eine reinhauen. Was ist denn los? Was ist denn los? Freddy ist los. Du kannst beim Staatsanwalt anrufen, den Termin auf morgen verschieben, falls wir da noch leben. Und was passiert jetzt? Ich gehe jetzt wieder rein. Wir warten, bis das SEK kommt. Wie bitte? Haben Sie nicht verstanden? Keine Polizei. Herr Treut, natürlich rechnen die mit der Polizei. Meinen Sie, die wären so naiv? Und denken, Sie kämen ohne Probleme mit dem Geld aus der Bank? Überlassen Sie das getrost der Polizei. Ist weniger blöd, als Sie denken. Machen Sie sich keine Sorgen, die Kollegen sind unterwegs. Wer ist das? Ich hab dir doch gesagt, wir werden beobachtet. Ein Kunde, ein aufdringlicher Kunde. Mach keinen Fehler, bitte. Das hier ist kein Spaß, glaub mir. Das Geld soll in 50ern und 100ern gebracht werden. Keine markierten Scheine. Was? In meiner Jackentasche befinden sich Plastiktüten. Da soll das Geld dann hinein. Okay, beruhig dich. Ich sag der Zentrale Bescheid. Nochmal. Keine Polizei. Nee, eigentlich nicht. Dann müssen Sie sie wieder hinlegen. Aha. Und du musst hier aufpassen, dass keiner was klaut. Meine Mama hat mir erlaubt, hier auf sie zu warten und mein Pferdeheft zu lesen. Hast du das denn bezahlt? Na klar. Wo ist denn deine Mama jetzt? Da in der Bank. In der Bank? Pass mal auf, dann stell dich mal hier hin und warte mal auf deine Mama, ja? Und ich bezahle mal meine Zeitung. Aber hier warten, ja? Sperber beginnt in exakt 2 Minuten. Wechseln Sie den Kanal 3 Minuten nach Code 4. Wie sieht's aus? Mein Kollege. Komm
lass uns abhauen. Jetzt sind wir schon einmal hier, da können wir auch warten, bis das SEK kommt, oder? Wie heißt denn der Kerl? Kühn. Bleiben Sie auf Position und warten Sie auf weitere Anweisungen. Wo willst du denn hin? Und Achtung an alle Einheiten. Aktion Sperber beginnt jetzt. Wo geht's denn jetzt zur Kundenberatung? Von der Polizei? Wer sind Sie? Sind Sie Polizist? Es soll keine Polizei hier sein! Verschwinden Sie! Jetzt reißen Sie sich mal am Riemen, Kühn. Das Geld ist doch unterwegs. Die wissen, dass Polizei in der Bank ist. Die wissen Bescheid! Jetzt beruhigen Sie sich bitte. Ich bin noch ganz alleine hier. Nein! Sie wissen Bescheid! Das war Ihre Schuld! Ich hatte gesagt, Sie sollen verschwinden! Warum haben Sie nicht gehört? Sie sind draußen los! Alles bleibt auf Position. Kein Zugriff. Ich wiederhole, kein Zugriff. Die hat mitten in der Explosion drin gestanden, mittendrin. Halt! Los, ich rein. Ich muss da rein. Niemand darf die Bank verlassen! Die Polizei muss verschwinden, sofort! Die Polizei muss auch vor dem Gebäude sich zurückziehen! Alle mal zurück auf Position 3! Dr. Mist! Wenn das Geld nicht in 10 Minuten da ist, wird eine Geisel erschossen. Alle halbe Stunde eine weitere. Und wenn alle tot sind, sprengen Sie das Gebäude mit mir in die Luft. Nun mach schon! Das geht nicht so schnell. Wir haben hier kein... Ganz ruhig. Sie sagen, jetzt haben wir wieder 30 Minuten Zeit. Wer ist Treutz' Stellvertreter? Dann nehmen Sie ab. Wir haben nicht vor, hier einer nach dem anderen zu sterben. Ja? Was ist passiert? Herr Treutz wurde erschossen.
Und es wird jede weitere Haltestunde jemand erschossen, bis das Geld kommt. Dann halten Sie sich bitte an die Anweisungen, ja? Ja. Ist sonst noch jemand verletzt? Nein, sonst keiner. Schicken Sie endlich das Geld! Jetzt beruhigen Sie sich doch bitte. Das Geld ist unterwegs, ja? Das Geld ist auf dem Weg. Es tut mir so leid. Es tut mir aufrichtig leid. Der Mann soll die Koffer abstellen und dann verschwinden. Ich brauche ein Walkie-Talkie. Sie sollen das Geld umfüllen. Ein Auto soll mit geöffneten Türen vor den Eingang fahren. Der Fahrer soll dann aussteigen und den Motor laufen lassen. Ende. Nein, nicht mein Kind! Bitte nicht! Es wird ihm nichts passieren. Lassen Sie den Jungen hier, nehmen Sie mich mit. Ich hab gar keine Angst, Mama. Machen Sie da draußen keinen Fehler! Es darf uns niemand folgen. Es explodieren noch andere Sprengsätze, wenn uns jemand folgt. Wenn alle Einheiten keinen Zugriff. Ich wiederhole, keinen Zugriff. Verfolgung übernimmt die Kripo. Schnall dich an. Hey, ich bin auf eurer Seite. Ich hab gesagt, du sollst dich hinsetzen und anschnallen. Du tust es so, als ob du schläfst. Super Timing. Guck weg. Ja, klasse, das fehlte noch. Haben die überhaupt Papiere? Einen schönen guten Tag, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Wenn Sie schlau waren, haben Sie ihn unter die Sonnenblende geklemmt. Gehabt. Ist ja wohl ein ganz genauer. Soll sich mal ein bisschen beeilen, der Idiot. Das sind unsere Kollegen. Nur so nebenbei. Kommt gleich ordentlich was runter. Bitte, wir können weiterfahren.
jetzt weiterspielen. Meine Frau. Jemand muss sich um meine Frau kümmern. Machen Sie sich keine Sorgen, ist jemand bei ihr. Ja? Mann, oh Mann, ey. Wir fingierte Polizeikontrolle und wir Deppen schnallen das nicht. Ehrlich gesagt, keine so schlechte Idee. Kann ich jetzt überhaupt nicht drüber lachen. Überhaupt nicht. Was ist denn los mit dir? Du, da gibt's auch noch ein kleines Mädchen, wo man nicht weiß, ob die überlebt. Das ist los. Sie wissen nicht, ob sie je wieder aufwachen. Erzählen Sie mir bitte nicht, dass alles wieder gut wird. Bitte nicht. Wir werden unser Bestes tun, denjenigen zu finden. Ihr Bestes reicht nicht. Versprechen Sie mir, dass Sie das Dreckschwein kriegen, das meinem Kind das angetan hat. Versprechen Sie. Vielleicht hilft Ihnen das dabei. Schenk, Kripo Köln. Ja? Der Arzt meinte, Sie sind vielleicht schon vernehmungsfähig. Kommen Sie ruhig herein. Nein, das ist schon okay. Ich gehe heute Abend sowieso wieder nach Hause, auch wenn Sie mich am liebsten hier behalten möchten. Haben Sie Neuigkeiten von meiner Frau? Aber da kann ich Sie beruhigen. Man hat ihr nur ein sehr starkes Schlafmittel gespritzt. Ich glaube, der Schock hat ihr am meisten zugesetzt. Sie scheinen ihre Frau ja sehr zu lieben. Ja. Ist das so offensichtlich? Ja, Sie haben sofort nach ihrer Ohnmacht nach ihr gefragt. Kann ich Ihnen etwas anbieten? Lassen Sie mal, danke. Ausgesprochen freundlich, dass Sie überhaupt schon bereit sind, auszusagen. Da scheint Ihnen ja jemand wirklich gute Besserung zu wünschen. Mein Mann kommt ab und an auf so verrückte Ideen. Bitte. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Am besten, Sie erzählen mir Punkt für Punkt, was passiert ist. Gibt es irgendwelche Verwandte? Keine Kinder, keine Geschwister. Die hat ja nur einen Kiosk. Das Kind. Wird es durchkommen? Kann man nur hoffen. Ich habe der Kleinen noch gesagt, die soll beim Kiosk stehen bleiben. Das konnten Sie ja nicht ahnen. Niemand konnte das ahnen. Nee. Außer diesen Schwein. Haben Sie nicht irgendeine Idee, wer Sie entführt haben könnte? Haben Sie irgendwelche Feinde? Feinde? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wer. Mein Mann kennt überhaupt niemanden. Er ist ja erst seit 9 Jahren in Deutschland. Davor hat er die ganze Zeit in Brasilien gelebt. Und wir haben uns hier in Deutschland kennengelernt. Mir ist draußen die Kamera aufgefallen und hier auch im Wohnzimmer. Es gibt noch 5 weitere, die im Schlafzimmer. Die konnte ich ihm gerade noch ausreden. Wissen Sie zufällig, ob die an ein Aufnahmegerät angeschlossen sind? Das müssten Sie meinen Mann fragen. Er ist der Experte. Wenn es nach ihm geht, ist Misstrauen eine Tugend. Ist unangenehm, wenn man sich die ganze Zeit beobachtet fühlt. Sind Sie berufstätig?
Oder eine Hausfrau, die die Zeit totschlägt? So ungefähr. Nebenbei habe ich das Haus hier entworfen. Die üblichen Hobbys eben. Ich langweile mich jedenfalls nicht. Ich habe in den Nachrichten gehört, dass in der Bank auf jemanden geschossen wurde. Ja, Herr Treut. Ist er tot? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass Treut tot ist. Da kann ich Sie beruhigen. Herr Treut hat überlebt. Gott sei Dank. Kennen Sie Herrn Treut gut? Ich weniger. Mein Mann. Sie haben ein paar erfolgreiche Geschäfte miteinander gemacht und sind sich dabei näher gekommen. Als Freunde würde ich Sie aber nicht bezeichnen. Wie gesagt, mein Mann ist sehr menschenscheu. Das ist für mich nicht ganz einfach. Er hat sich sofort nach Ihnen erkundigt. Ja, das glaube ich. Unglaublich. Ich habe doch selber gesehen. Der liegt hier im Krankenhaus. Das kleine Mädchen übrigens auch. Ja, eigentlich hätte der Schuss mitten ins Herz gehen müssen, aber der Treut hat dann dermaßen Glück gehabt. Schicksal. Ja, würde ich auch so sehen. Ah, danke. Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir das Ganze vielleicht morgen weiter fortführen? Meine Frau holt mich gleich ab und ich bin, ehrlich gesagt, ziemlich erschöpft. Na klar, kein Problem. In meinem Beruf, da wird man unheimlich schnell rücksichtslos. Entschuldigung. Wiedersehen. Wiedersehen. Sagen Sie, wo finde ich das kleine Mädchen? Oben, auf der Intensivstation. Danke. Wenn die keine Feinde haben, dann verstehe ich nicht, warum der sich überall Kameras einbauen lässt. Vor irgendwas scheint er doch Angst zu haben. Brasilien ist nicht ganz ungefährlich. Also seiner Frau geht dieser Sicherheitsstick ziemlich auf die Nerven. Verständlich. Was ist mit dem Sprengstoff? Die sind noch nicht so weit. Irgendwas über den Streifenwagen? Es fehlt keiner. Hallo, jemand zu Hause? Wie wär's mit einem kleinen kreativen Input? Ich habe mit den beiden ja noch gesprochen. 2 Minuten vorher redest du mit den Menschen. Einen Augenblick später gibt's sie nicht mehr. Max, es ist nicht deine Schuld, okay? Ja, ich weiß. Dann vergiss es auch nicht. Außerdem gibt es ja noch Hoffnung für das Mädchen. Genau. Wir haben bis jetzt niemanden außer Kühner, an dem wir uns halten können. Der ist über jeden Zweifel erhaben. Beste Reputation. Mehr als pralles Bankkonto. Besonders viel ist das ja nicht. Danke, dass du noch mal darauf aufmerksam machst. Also ich brauche jetzt was zwischen die Kiemen. Kommt einer mit? Ich könnte auch was vertragen. Was mit dir? Nee, danke, ich habe keinen Hunger. Okay, dann später. Was? Ich liebe es einfach, dich anzuschauen. Werd nicht albern. Danke für die wunderbaren Blumen. Was rede ich da eigentlich? Warum reden wir nicht darüber, worum es wirklich geht? Du weißt doch genau, was los ist, oder? Anna, ich möchte nicht darüber sprechen. Natürlich. Du willst ja nie über irgendetwas sprechen. Du siehst einfach zu und alles geht weiter wie gehabt. Augen zu und durch. Worüber möchtest du denn sprechen? Oder willst du mich weiter nur angucken? Oder willst du mir zur Abwechslung mal wieder ein paar Haikus vorlesen? Ich liebe dich, Anna.
Mehr als alles andere in dieser Welt. Dann zeig's mir verdammt nochmal! Wir könnten beide tot sein. Ich weiß nicht mal, was du durchgemacht hast. Weil du deinen verdammten Mund nicht aufmachst. Hallo? Wir sind hier im Speisezimmer. Super Timing. Guten Morgen und guten Appetit. Morgen. Setzen Sie sich. Möchten Sie vielleicht etwas mitessen? Nee, danke. Auf gar keinen Fall. Ja, wir machen es so kurz wie möglich. Wir wissen, was bis zu dem Zeitpunkt geschehen ist, als Ihre Frau betäubt wurde. Ab da müssten Sie uns erzählen, was passiert ist. Hoffentlich kriege ich das der Reihe nach hin. Also, ich musste mich anziehen. Dann hat man mir einen Sack über den Kopf gestülpt. Er war furchtbar kratzig und hat nach Schimmel gerochen, richtig widerlich. Ich esse. Es tut mir leid. Wie viele Männer waren es denn? Ich denke mal 3. 2 im Haus und einer hat im Wagen gewartet. Das weiß ich, weil da plötzlich eine andere Stimme war. Könnte ich den Reis bitte haben? Danach wurde ich in den Wagen gezerrt und wir sind ziemlich lange gefahren. Man hat mich in einen feuchten Raum gebracht und auf einen Stuhl gefesselt. So habe ich die ganze Nacht verbracht. Haben Sie irgendwelche Geräusche gehört, wodurch man vielleicht auf den Standort schließen könnte? Nein. Es herrschte Totenstille. Und ich habe nur mein eigenes Atemgeräusch gehört. Ich habe ziemlich gekämpft mit meinem Atem unter diesem Sack. Ja, und irgendwann muss ich dann vor Erschöpfung eingeschlafen sein. Am nächsten Morgen hat man mir die Sprengladung angelegt und ich wurde in einer Tiefgarage rausgelassen. Den Sack durfte ich erst 5 Minuten später wieder vom Kopf ziehen. Daran haben Sie sich gehalten? Sie hatten gedroht, mich in die Luft zu sprengen. Und ich wollte ehrlich gesagt nicht ausprobieren, ob Sie es ernst meinen. Danach sollte ich ein Taxi nehmen und direkt zur Bank fahren. Ja. Den Rest haben Sie dann persönlich miterlebt. Die Überwachungskameras zeichnen die eigentlich alles auf? Ja. Ich habe das Band von der fraglichen Nacht für Sie auch schon herausgesucht. Prima. Vielleicht ergibt das was. Leider sind nur vermummte Männer zu sehen. Erhoffen Sie sich da nicht zu viel. Haben Sie sich da mal Gedanken gemacht über mögliche Feinde oder ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches aufgefallen? Ist dir was aufgefallen? Nein. Feinde? Nein. Ich wüsste nicht wer. Vielleicht von früher. Ich glaube nicht, dass jemand extra aus Brasilien hierher kommt. Wenn Sie keine Feinde haben, wofür dann diese hochprofessionelle Überwachungsanlage? Vor wem haben Sie Angst? Einer meiner Bediensteten ist in meinem Haus in Brasilien ermordet worden. Als ich nach einem Wochenendausflug nach Hause kam, habe ich ihn mit aufgeschlitzter Kehle vorgefunden. Das ist ein Anblick, den vergisst man so schnell nicht. Das hast du mir nie erzählt. Aus gutem Grund. Darf ich fragen, was Sie beruflich im Ausland gemacht haben? Dürfen Sie. Import, Export. Nichts Illegales. Wir haben Restposten aller Art aufgekauft und in Brasilien weiterverkauft. Ich nehme an, dass Sie meine Bankverhältnisse überprüft haben. Das gehört zur Routine. Dann wissen Sie ja auch, dass ich nicht gerade arm bin. Ich habe mein Geld mit Aktien auf dem neuen Markt verdient und ich gehöre zu den wenigen Glücklichen, die ihre Papiere gerade noch rechtzeitig verkauft haben. Ich wünschte, ich könnte Ihnen mehr helfen.
Vielleicht hilft dir das Band. Hier. Die Kamera im Schlafzimmer war ausgeschaltet. Erzählen Sie davon bitte nichts meiner Frau. Sie steht auf Kriegsfuß mit meiner Sicherheitsmanie. Keine Angst. Danke. Darf ich Sie mal was rein Privates fragen? Natürlich, wenn es nicht zu privat wird. All diese asiatischen Sachen hier, hat das irgendeine Bewandtnis? Das ist auf die Schnelle nicht zu beantworten. Es ist eine andere Art zu leben. Eine andere Art des Denkens. Verstehe. Ja, entschuldigen Sie bitte die Störung und nochmals danke dafür, dass Sie sich um die Kleine kümmern. Ich habe gehört, dass Sie die ganzen Zusatzkosten übernehmen werden. Ach, das ist doch alles gar nichts. Irgendwie fühle ich mich verantwortlich. Sie verstehen das? Oh ja, das kann ich sehr gut verstehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mann! Oh. Wie kann man denn auf sowas sitzen? Geschweige denn essen. Oh, mir sind fast die Füße eingeschlafen. So langsam geht mir das richtig auf den Nerven. Was? Ja, was? Dass wir nicht weiterkommen. Schon mal das Wort Geduld gehört? Nee. Wenn ich das kleine Mädchen sehe, wie es so da liegt, da kriege ich unheimlich das Bedürfnis, jemandem dafür eine Fresse zu hauen. Jetzt komm mal wieder runter, okay? Ja, gut. Okay? Ja, okay. Gut. Also, außer einer nicht so tollen Ehe war hier nicht besonders viel zu holen. Das ist ja meine Rede. Schau mal, was hier drauf ist, ne? Super. Schattenspiele. Neuer Freund? Machst du Witze? Das da ist die Aushilfe, die eigentlich im Kiosk sein sollte, als es explodiert ist. Dann soll er mal reinkommen. Ja, gleich. Erstmal will ich ein paar Sachen loswerden. Und zwar, alles, was Herr Kühn über Brasilien erzählt hat, ist bestätigt worden. Da gibt es überhaupt keine Unstimmigkeiten. Die Hautpartikel unter Frau Kühns Fingernägeln haben erstmal nichts ergeben. Der DNA-Vergleich ist negativ. Zum Sprengstoff. Immerhin wissen wir, woher der kommt. Nämlich? Er wurde Anfang des Jahres aus einer Kaserne in Braunschweig gestohlen. Von da an verliert sich die Spur. Der Empfänger, die Sprengkonstruktion, ist Profiarbeit. Nachforschungen wären sinnvoll. Sehr witzig. Das ist ein Tipp vom Labor, nicht von mir. Ich verstehe das nicht. Ja, irgendeine Spur müssen die doch hinterlassen haben. Ruf doch mal die Mutter von dem Jungen vom Überfall an. Der soll vorbeikommen und sich die Verbrecherkartei angucken. Alles klar. Bitteschön. Tag, setzen Sie sich. Warum kommen Sie erst jetzt? Ich hatte Schiss. Wegen der Bombe und so. Ich dachte, jetzt habe ich mich strafbar gemacht. Ja, und weiter? Am Tag vor der Explosion kam ein Mann zu mir. Er hat mir 500 Euro in die Hand gedrückt und gesagt, dafür möchte er mich morgen nicht am Kiosk sehen. Das habe ich gemacht. Würden Sie den Mann wiedererkennen? Ich denke schon. Ich denke mal, dass der Mann einer von den beiden falschen Polizisten war. Oder der Kerl mit der Uzi. Sieht ganz so aus, als sollte bei der Explosion niemand zu Schaden kommen, ne? Ist aber nicht aufgegangen, die Rechnung. Kann Ihnen meine Sekretärin was zu trinken anbieten? Kaffee? Warum glauben Sie eigentlich, hat der Mann in der Bank ausgerechnet auf Sie geschossen? Vielleicht, weil ich hier der Chef des Hauses bin? Vielleicht. Sie verdächtigen doch nicht etwa mich. Entschuldige, aber das ist wirklich sehr komisch. Ich meine, die ganze Sache ist natürlich nicht zum Lachen, aber Ihre Idee ist wirklich ziemlich komisch. Sagen Sie mal, Herr Treut, nehmen Sie irgendwelche Drogen? Was? Natürlich nicht. Prima. Wie gut sind Sie mit Herrn Kühn befreundet? Befreundet ist übertrieben. Sie waren geschäftlich mit Herrn Kühn verbunden, richtig? Ja. Aktiengeschäfte. Allerdings hatte Herr Kühn einen besseren Riecher als ich. Er ist rechtzeitig ausgestiegen. Ich habe da weniger Glück gehabt. Haben Sie in den letzten Wochen hier in der Bank irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt?
Ich verbringe den meisten Teil des Tages hier in meinem Büro. Da kriege ich nicht so viel mit. Ist mir aber auch nicht zu Ohren gekommen. Tut mir leid. Die Polizei, du Arschloch. Wir hatten verabredet, dass wir die nächsten Wochen nicht miteinander telefonieren. Woher hast du die Nummer? Von einem Kumpel, Förster. Hör mal zu, mich interessieren die Vereinbarungen nicht mehr. Verstehst du, was ich meine? Ich will meine Kohle, und zwar hier, heute und jetzt. Ich trau dir nämlich nicht mehr. Ich wusste, dass es ein Fehler war, dich als Ersatzmann zu akzeptieren. Was sagst du? Hallo? Hallo? Was, du willst spielen, du Arschloch? Das kannst du haben, du Sack! Offen? Natürlich sind das Profis. Nein, ich meine, das sind welche von uns. SEK, MEK, BND, BKA, ach, weiß der Kuckuck von wem. Die hinterlassen doch keine Spuren, die sind schattenlos. Das kannst du mir doch alles morgen erzählen. Ich bin nämlich wirklich müde. Jetzt hörst du mir mal einen Moment zu. Warum haben die sich den Kühn geholt, hä? Das haben sie doch nicht aus Versehen gemacht. Ja, und jetzt kannst du mir vielleicht auch noch erklären, warum die ganze Aktion machen. Das ist alles zu perfekt. Dann komm doch bitte hier hin und guck dir das Videoband an. Der Kerl hier zum Beispiel. Das ist ein Profi. Oder der Typ in der Bank. Der hätte dem Treut mitten ins Herz geschossen. Das sind doch alles keine Zufälle. Ach, und anstelle von Beweisen hast du jetzt so eine Intuition oder was? Freddy, ich erzähl dir hier doch keine Scheiße. Erzähl die Scheiße der Staatsanwaltschaft. Die freuen sich, wenn du ihnen sowas Handfestes für eine Anklage lieferst. Weißt du was, Freddy? Geh doch einfach wieder pennen, ja? Und ob ich das tue? Klar. Vielen Dank, Herr Ballauf. Warum isst du nichts? Wo ist der Haken?
Was denn für ein Haken? Max, ich habe weder Geburtstag noch gibt's sonst irgendwas zu feiern. Also? Na gut, okay, ertappt. Sag mal, der Kerl aus der Computerabteilung, ist er eigentlich immer noch hinter dir her? Martin, unser Hackerlein. Warum? Ich brauchte deine Information. Ist aber nicht so ganz astral. Weiß Freddy davon? Nee, der spielt ja lieber nach Vorschrift. So, jetzt lass mal die Pfeile und konzentrier dich auf die Fotos, ja? Das sind aber so viele. Na komm, nicht so lässig. Der Kollege ist viel netter. Pech gehabt. Der ist jetzt nicht hier, der nette Kollege. Wenn die Staatsanwaltschaft das rauskriegt, dann gut Nacht. Ja, die kriegen aber nichts raus. Und wenn, dann nehme ich das auf meine Kappe. Das ist illegal, das weißt du. Dient aber einem guten Zweck. Vielleicht haben die den Kühn ja rein zufällig ausgewählt. Ja, vielleicht irre ich mich ja, aber irgendwas ist hier oberfaul. Entschuldige bitte, aber das klingt nach wilden Verschwörungstheorien. Ja, jetzt denk du bitte auch nicht noch, dass ich spinne. Ist so ein Versuch wert. Du übernimmst die volle Verantwortung. 100%ig, habe ich dir da versprochen. Okay. Okay. Du bist ein Schatz. Komm, jetzt iss mal was. Ich kann nicht mehr. Bist du sicher? Dann musst du noch mal kommen. Gut, rufe ich jetzt deine Mutter an, damit sie dich abholt. Kann ich nochmal die Pfeile? Von mir aus. Ich gehe schon. Kühn? Ich bin's. Ich gehe in mein Zimmer. Ein bisschen arbeiten. Wer? Was hast du gesagt? Warum rufst du an? Ich musste dich einfach sprechen. Du fehlst mir. Hast du gehört, was ich gesagt habe? Ja. Ich würde dich jetzt gerne auf meinen Schreibtisch legen und vögeln. Hast du nichts zu tun? Doch. Aber ich habe eben auch meine animalischen Instinkte. Hast du die internen Geschäftsberichte gefunden? Anna, ich brauche die Papiere, sonst habe ich nichts gegen deinen Mann in der Hand. Warum sollte Stefan Papiere aufbewahren, wenn sie ihn belasten? Weil er nicht weiß, dass sie ihn belasten. Insidergeschäfte sind eine komplexe Angelegenheit. Frank, ich möchte dich nicht mehr sehen. Ich glaub dir das nicht, dass mein Mann dich betrogen hat. Ich glaub eher das Gegenteil. Ich hab dir das nie geglaubt. Hey Anna, was ist denn plötzlich los? Was redest du denn da? Natürlich hat dein Mann mich betrogen. Warum sollte ich dich denn anlügen? Anna. Du kannst mich jetzt nicht im Stich lassen. Bitte. Ruf mich nicht mehr an. Adieu. Anna! Du bist sicher, du schaffst das, ja? Wenn wir drin sind, aber genau 30 Sekunden, dann müssen wir uns verpissen. Aha, 30 Sekunden. Yes! Ja! Yes! Jetzt. Okay, wie heißt der? Kühn. Vorname? Stefan Kühn. Stefan. Köln? Köln, ja. Mhm. Wir haben zu recht, die
Wir haben uns gleich. Ach, was? Wie lange noch? 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5. Du musst raus, du musst raus. Geh raus! Geh raus! Das war knapp. Knapp, ja. Viel war das aber nicht. Naja, sagen wir mal so. Die haben eine Akte über den Mann und wollen niemandem was über ihn erzählen. Zumindest keinem Fremden. Das ist doch was. Hm. Ja. Tut mir leid, wenn ich hier so unangemeldet auftauche, aber es ist wirklich wichtig. Was glauben Sie, warum Sie problemlos in mein Büro gekommen sind, Herr? Ball auf. Ja, keine Ahnung. Also, warum bin ich jetzt so problemlos bis in Ihr Büro gekommen? Ich sag Ihnen warum. Ich wollte wissen, wie derjenige aussieht, der versucht, unentdeckt in unsere Computer einzudringen. Ich tue nur meine Arbeit. Das ist Stefan Kühn. Ich würde gerne wissen, warum Sie sich für diesen Mann interessieren. Sie können Ihr Foto wieder einstecken. Ich kenne diesen Mann nicht. Wir wissen aber, dass Sie Informationen über ihn haben. Dann sind Sie ja bestens informiert. Wenn Sie mich dann jetzt bitte entschuldigen würden. Ich habe noch jede Menge zu tun. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Meinen Sie, ich fahre zum Spaß von Köln bis hierhin in Ihre ehemalige Hauptstadt, oder was? Herr Kriminalhauptkommissar, das Gespräch ist beendet. Danke. Danke für Ihre Hilfe. Danke. Verbinden Sie mich bitte mit dem Polizeipräsidenten von Köln. Ja, ich denke, er wird seine Gründe gehabt haben. Ja. Ja. Ihr habt das richtig dem Dienststellenleiter aus. Ja, auf Wiederhören. Super, Herr Ballauf. Wir machen wieder alles alleine. Was? Was ist los mit dir? Sag mal, wusstest du zufällig davon, dass Ballauf beim BND rumschnüffelt? Im Königsforst ist eine männliche Leiche gefunden worden. Du sollst da hinfahren. Klar, ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Falls der Hauptkommissar Ballauf auftaucht, vielleicht hat er ja Zeit für normale Ermittlungsarbeit. Ja. Komm, kurz und knapp, ich habe ziemlich schlechte Laune. Davon würde ich gerne verschont bleiben. Die Todesursache, Tod durch Ersticken, der Todeszeitpunkt ungefähr zwischen 2 und 3 Uhr nachts. Die Tatwaffe, eine Plastiktüte. Na, ja, mal was anderes. Am Hals befinden sich auffällige Kratzspuren. Hier und hier. Mach mir bitte davon mal eine DNA-Analyse, ja? Habe ich mir schon gedacht. Ich bin ganz Ohr. Der Tote ist der Halter dieses Fahrzeuges, ein gewisser Gessner, wohnhaft in Köln.
Auf der Plastiktüte gibt's wunderbare Fingerabdrücke. Den Fußabdrücken nachzuurteilen, waren ja zwei Personen. Beide männlich. Gibt's irgendwelche Spuren im Wagen von dem zweiten Mann? Nee, bislang nichts. Willst du gleich mitkommen in die Wohnung des Toten? Mann, jetzt markiere immer nicht die beleidigte Leberwurst. Ich markiere hier überhaupt nichts. Mir gehen nur deine Solonummern tierisch auf die Nüsse. Du glaubst doch sowieso, dass ich spinne. Ach, darum geht's doch gar nicht. Ich möchte nur wissen, wo mein Partner ist. Ich möchte wissen, warum der Polizeipräsident mich am Telefon zusammenfaltet. Kapiert? Das hab ich dir doch alles erzählt. Du wolltest mir doch nicht zuhören. Darf ich mal stören? Ja. Außer Fingerabdrücken gibt's hier nichts Persönliches zu finden. Absolut gar nichts. Ja, keine Papiere, keine Fotos. Nee, nichts. Wer ist das? Keine Ahnung. Vielleicht lohnt es sich, das herauszufinden. Ich nehme das mal mit, ja? Okay. Tja, eine ziemlich sparsame Geschichte hier. Ja, der hätte bei mir auch mal aufräumen kommen können. Mir ist langweilig. Du wartest jetzt schön, bis deine Mutter wieder da ist. Mir ist aber langweilig. Beschäftige dich halt. Kann ich noch ein paar Mörderfotos sehen? Beim letzten Mal war es dir zu viel. Ich denke, für heute hast du genug gesehen. Ihr glaubt nicht, was die gute Fee alles Schönes für euch hat. Henkel ist wahrscheinlich Gessners Mörder. Und zumindest gehören ihm die Fingerabdrücke auf der Plastiktüte. Der hat ein Vorstrafenregister von hier bis Dortmund. Mord ist allerdings noch nicht dabei. Irgendwas, was den Banküberfall betrifft? Ja, die Hautpartikel, die DNA-Analyse der Hautpartikel unter Frau Kühns Fingernägel ist identisch mit Gessners. Das heißt, Gessners Kratzer stammen eindeutig von Frau Kühn. Dann waren möglicherweise beide an dem Überfall beteiligt. Das ist der Gasmaskenmann. Was? Bist du dir da sicher? Na klar, gehen Sie den jetzt verhaften, kann ich da mitkommen. Kennst du den auch? Das ist der Polizist. BND. Das wäre doch möglich gewesen. Sag mal, kannst du nicht einfach einmal sagen, Entschuldigung, ich habe Mist gebaut? War ja auch zu viel verlangt. Gut, dann greifen wir uns mal diesen Henkel. Vielleicht kriegen wir dann raus, wer der dritte Mann ist. Franziska, zeig doch mal diese Aushilfe das Foto von Gessner. Vielleicht hat der ihn ja bezahlt. Vamos. Henkel, ich sag's dir zum letzten Mal, machen Sie die Tür auf. Wir kommen jetzt rein, Herr Henkel. Von einer Lunte gerochen. Glaubst du, der hat hier vorher alles ausgeräumt? Ich wette, wir finden hier keinen einzigen Fingerabdruck. Klar. Wahrscheinlich war der BND da und hat alles sauber gemacht. Ja, schon möglich. Das unbekannte Dritte hier gewesen ist und aktiv war. Wir lassen uns von Kühn erstmal die Aussage von dem Jungen bestätigen. Plötzlich passiert. Kriegt der alte Bock wieder einen hoch.
Sie haben aber auch eine interessante Beziehung. Ich frage mich wirklich, was ich in dir gesehen habe. Entschuldige, Anna. Es tut mir leid. Guten Abend, Herr Treut. Ich komme gleich. Haben Sie einen Moment Zeit? Ja, natürlich. In was für einem Verhältnis stehen Sie denn zu Frau Kühn? Entschuldigung, wie meinen Sie? Ja, ich kann Sie auch noch direkter fragen, warum hat Frau Kühn Ihnen gerade eine geknallt? Ja, weiß Herr Kühn irgendwas von Ihrer Affäre? Der? Der würde es doch noch niemals merken, wenn man es in seinem eigenen Bett treibt. Der Mann hat ja die ganze Zeit eine Gasmaske aufgehabt. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Sie haben den Mann auch sonst nie vorher gesehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Das ist Henkel. Einer der Polizisten, die das Geld genommen haben. Der Junge hat ihn eindeutig identifiziert. Es läuft auch schon eine Fahndung nach ihm, aber anscheinend ist er abgetaucht. Über den dritten Mann wissen wir bis jetzt nichts. Und der Junge ist sich da ganz sicher? Absolut. Gessner und Henkel waren an dem Überfall beteiligt. Das könnte sein. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es wirklich nicht sagen. Vielleicht wegen der Aufregung damals. Ich kann es nicht beschwören. Tut mir leid. Sagen Sie, Herr Kühn, haben Sie eine Ahnung, warum der BND sich für Sie interessiert? Tut er das? Ja. Keine Ahnung. Ich fürchte, meine Vergangenheit ist nicht sehr aufregend gewesen. Ich bin ehrlich gesagt nicht der James-Bond-Typ. Fragen Sie meine Frau, die kann Ihnen das bestätigen. Vielleicht gab es ja einen guten Grund, warum man ausgerechnet auf Sie geschossen hat. Und nicht nur, weil Sie der Leiter der Filiale sind. Was wissen Sie denn über Kühns Vergangenheit? Verdächtigen Sie den jetzt etwa auch? Ich weiß nichts über seine Vergangenheit. Ist nicht gerade gesprächig, der Mann. Nichts für ungut. Danke. Gute Nacht. Und? Hat beide nicht wiedererkannt. Ich weiß, was du jetzt denkst. Ich find's auch merkwürdig. Warum erkennen der Junge und die Aushilfe Gessner und Henkel wieder und Kühn nicht? Okay, Gessner hat eine Maske aufgehabt. Ich frage mich, wer dieser Gessner ist. Zeit, in seiner Vergangenheit zu graben. Wir können ja noch mal im Computer vom BND nachgucken. Ja, danke. Ich wusste, dass jetzt sowas kommt. Wenn wir rausfinden, wer Gessner war, dann finden wir auch die Verbindung zum dritten Mann. Was willst du noch? Eigentlich hätte ich allen Grund, sauer zu sein. Ich habe dir gesagt, dass es aus ist zwischen uns. Das habe ich verstanden. Aber der Polizist hier, der hat mich gerade auf den Gedanken gebracht. Meinst du, der Mann könnte hinter dem Überfall stecken? Bist du wieder bekifft? Anna, ich meine es ernst. Falls du recht haben solltest, was ich nicht glaube, dann hast du einen guten Grund mehr, dich von hier fernzuhalten. Lass mich mit deinem Schwachsinn in Ruhe. Thank you.
dir die Vereinbarung nicht ein? Warum musstet ihr Gessner umbringen? Lars war mein Freund. Niemand wollte euch übers Ohr hauen. Aber ihr konntet den Hals nicht vollkriegen. Ist eine Million pro Kopf nicht genug? Und warum konntet ihr kein beschissenes halbes Jahr abwarten? Warum musstest du diese Ratte mit ins Boot holen? Ganz richtig. In Henkels Wohnung gibt's nicht einen Fingerabdruck. Sag mal, Franziska, dieses holzgerahmte Bild aus Gessners Wohnung, was ich dir gegeben habe, bist du da irgendwie weitergekommen? Ja, bin ich. Bei dem Mann handelt es sich um einen Altmeister der Kendo-Kunst. Kendo, das ist eine japanische Kampfkunst mit Stock und Schwert. Das gibt's auch bei uns in Köln? Gibt's. Mach die Tür auf. Mach die verdammte Tür auf, oder ich trete sie ein! Ich komme raus. Freddy. Entschuldigung. Dürfen wir Sie mal kurz stören? Ball auf. Weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn man nach 8 Jahren rausfindet, dass man nichts vom anderen weiß. Wer bist du? Wer bist du, verdammt nochmal? Ich bin ein Mann, der gehofft hat, wieder von vorne anzufangen. Ganz von vorne. Und ich hatte das Gefühl, dass es mit dir möglich sei. Aber es scheint sich mal wieder zu bewahrheiten, dass einen die Vergangenheit immer wieder einholt. Ich wollte dich vor meiner Vergangenheit schützen. Ich wollte nicht, dass du damit in Berührung kommst, mit diesem Schmutz, diesen Widerwärtigkeiten. Ich habe in einer Welt gelebt, die war so dunkel und so ekelerregend. Du hättest dich nur von mir abgewandt. Ich hatte gehofft, ich hätte das alles hinter mir. Warum treut? Das Gefühl hast, dass dein Mann dir nicht traut. Du nicht weißt, mit wem du überhaupt zusammenlebst. Ich habe so sehr auf ein Zeichen von dir gewartet. Irgendwas. Ich liebe dich, Anna. Du hast es alles wegen mir gemacht. Ja, Herr Gessner hat hier viele Jahre trainiert. Was mit ihm? Nein. Herr Gessner hat entweder mit mir oder mit meinem Meisterschüler trainiert. Und wer ist der Meisterschüler?
Kühn, ich will das Geld vom Überfall. Und zwar alles. Bist du betrunken? Schon möglich. Aber nicht so sehr, dass ich nicht wüsste, was ich sage. Ich habe dich im Wald beobachtet. Ich habe gesehen, wie du die Leichen mit Säure entsorgt hast. War kein schöner Anblick. Wir treffen uns in einer Stunde auf dem alten Eisenbahngelände. Du wirst mir das Geld mitbringen. Und komm nicht auf dumme Gedanken. Ich habe mich abgesichert. Jetzt bin ich mal so ganz leise stolz. Also haben wir es sogar mit 4 Leuten zu tun. Ich verstehe immer nur noch nicht, warum der Kühn das alles gemacht hat. Aber ich? Frau Kühn hat Reut eine geknallt. Das ist das älteste Motiv der Welt, Eifersucht. Der hat ein Verhältnis mit seiner Frau. Weißt du, alle sollen glauben, dass Treut das Opfer von einem ganz normalen Überfall gewesen ist. Aber offensichtlich hat Kühn selber beim BND gearbeitet. Sonst wären die doch ein bisschen kooperativer gewesen. Darum auch die Überwachungsanlage. Der hatte Schiss vor seinen eigenen Leuten. Ja, genau. Wenn der aus Eifersucht so ein Ding durchzieht, dann möchte ich nicht wissen, was der früher im Auftrag der Regierung veranstaltet hat. Wer war das? Dein Ex-Liebhaber. Er will mich erpressen. Kann er das? Du hattest den richtigen Riecher, muss ich leider zugeben. War trotzdem nicht okay, mein Alleingang. Entschuldigung. Danke. Ihr Mann war für den BND tätig, richtig? Frau Kühn, Sie helfen Ihrem Mann am besten, indem Sie uns sagen, wo er ist. Frau Kühn, Ihr Mann hat schon genug Schaden angerichtet. Falls ich Sie noch mal dran erinnern darf. Eine Frau ist bei der Explosion ums Leben gekommen und ein kleines Mädchen liegt immer noch im Koma. Ist auch zu befürchten, dass er seine beiden Komplizen ausgeschaltet hat. Von Henkel fehlt jedenfalls jede Spur. Er hat das alles nur für mich gemacht. Wussten Sie das? Nur weil er gedacht hat, ich liebe ihn nicht. Frau Kühn, wo ist Ihr Mann jetzt? Bislang liegt nichts gegen Sie vor, aber wenn Sie uns nicht sagen, wo Ihr Mann ist, dann machen Sie sich auch strafbar. Wollen Sie das? Wir wollen nicht, dass Ihrem Mann irgendwas passiert. Helfen Sie uns bitte. Wollen Sie, dass es noch mehr Tote gibt? Reicht das nicht schon? Treut versucht, ihn zu erpressen. Wo finden wir die beiden? Das Geld? Vergraben. Und da kann es auch bleiben, bis es verschimmelt. Willst du, dass ich zur Polizei gehe? Soll ich ihnen zeigen, wo du deine beiden Komplizen vergraben hast? Da wird nicht mehr viel zu finden sein. Außerdem, wer hat dir denn gesagt, dass du hier lebend wieder rauskommst? Ich habe dir gesagt, dass ich mich rückversichert habe. Wenn du zur Polizei gehst, dann bekommen die von mir ein Papier, das beweist, dass du dir illegale Börseninformationen besorgt hast. Und wenn du auch nur noch einmal in die Nähe unseres Hauses kommst, dann erschieße ich dich. Ohne weitere Vorankündigung. Hast du das verstanden?
Ich werde jetzt hier hinausgehen und dann nie wieder etwas von dir hören. Und du vergisst alles, was du weißt. Selbst das, was du glaubst zu wissen. Ich befürchte, dass das alles so einfach nicht funktioniert, Herr Kühn. Ist das deine Rückversicherung, du Vollidiot? Das geht leider auf ihr eigenes Konto, Kühn. Hey, ich hab doch niemanden ermordet. Nee, Sie kriegen bloß wegen Erpressung und Deckung eines dreifachen Mörders Probleme. Muss ich Sie über Ihre Rechte aufklären? Nein. Das mit der alten Frau und dem Kind. Das tut mir aufrichtig leid. Das glaube ich Ihnen sogar. Aber irgendwie interessiert es mich auch nicht mehr. Mal auf. Danke, Franziska. Das kleine Mädchen ist übrigens vor einer halben Stunde aus dem Koma aufgewacht. Bis auf einen kleinen Gehörschaden im linken Ohr wird sie wieder vollständig gesund werden. Das ist wunderbar. Ach, übrigens, das Foto hier. Kann ich das behalten? Gerne. Danke. Danke, dass Sie Ihr Versprechen gehalten haben. Das war mir ein ganz dringendes Bedürfnis. Können Sie mir glauben. Tschüss. Komm. Weißt du was? Jetzt feiern wir deinen Geburtstag nach. Mein Geburtstag? Schon gar nicht mehr wahr. Schon bald der nächste. Ach, apropos, wenn meine Frau mal nach der Krawatte fragt, ne? Die fandst du super schön. Ja,